Eine Karte bitte. Meine Damen und Herren, darf ich Sie jetzt um etwas bitten, und zwar um Ihr Wohlwollen und Ihre geschätzte Aufmerksamkeit, wenn ich Ihnen jetzt einen der bemerkenswertesten Männer der Welt vorstelle. Sehr bemerkenswert. Er schwitzt. Ja, und überrascht Sie das, meine Herrschaften? Tag für Tag vertraut dieser Mann seinem Gehirn 50 neue Fakten an und behält jede einzelne. Fakten aus Geschichte und Geografie. Tatsachen aus Zeitungen und wissenschaftlichen Büchern. Millionen und Abermillionen. Kein Wunder, dass er bei dieser sagenhaften Leistung vor Anstrengungen schwitzen gerät. Seine Füße sind aber nicht halb so groß wie deine, Curly. Ich sprach von seinem tollen Gedächtnis, Madam. Ich bitte um Ruhe. Wir fangen an, meine Herrschaften. Bitte stellen Sie mir Ihre Fragen. Er wird sie Ihnen beantworten, ohne zu zögern, aus dem Stegreif, wenn ich bitten darf, Mr. Memory. Eines will ich Ihnen noch verraten, meine Damen und Herren, bevor ich gehe. Mr. Memory hat sein Gehirn bereits zu Lebzeiten dem Britischen Museum vermacht. Die erste Frage bitte, Ladies first. Wo ist mein Alter seit letztem Sonntag abgeblieben? Er ist besoffen. Im Knast, Schätzchen, mit einer Freundin durchgebrannt. Eine seriöse Frage, ich bitte Sie. Wer hat im Jahre 21 das Derby gewonnen? Mr. Jack Jones, Humorist mit Steve Donoff mit einer Länge Vorsprung. Wette 6-1. Zweiter und Dritter waren Gren und Leonore. Habe ich recht, Sir? Stimmt, genau. Und wer hat 1936 gewonnen? Wenn Sie 37 wiederkommen, will ich es Ihnen gerne sagen, Sir. Wie weit ist Winnipeg von Montreal? Wer hat den Pokal im Jahre 1926 gekriegt? Welchen Pokal? Im Dauertee trinken oder im Fußball? Im Fußball natürlich. Wann hat Chelsea den Pokal gewonnen? 63 vor Christus, in Anwesenheit Kaiser Neros. Woher kommt die Geflügelpest, Sir? Psst, fragen Sie nicht so was Gewöhnliches. Wieso? Unser Geflügel krepiert doch dran, oder? Wie viele Rennen hat Mick Dermeler gewonnen? Wie alt ist Mae West? Wann wurde Gripping gehängt? Wissen Sie, wer der letzte Weltmeister im Schwergewicht gewesen ist? Heinrich der Achte. Eine alte, wer sonst? Das war Bob Fitzsimmons. Er besiegte Jim Corbett, den amerikanischen Meister, in Carson City, Nevada, im Oktober 1897. Er war damals 37 Jahre alt. Habe ich recht, Sir? Wie alt ist Mae West? Auch wenn man es weiß, verrät man nie, wie alt eine Dame ist. Weiter, bitte. Sag schon, wie alt ist Mae West? Was verursacht die Geflügelpest? Wie weit ist es von Winnipeg nach Montreal? Nochmal, bitte, Sir. Wie weit ist es von Winnipeg nach Montreal? Ah, der Herr kommt aus Kanada. Herzlich willkommen, Sir. Von Winnipeg, der drittgrößten Stadt Kanadas und Hauptstadt der Provinz Manitoba, nach Montreal sind es genau 1424 Meilen. Stimmt es, Sir? Ganz recht. Die nächste Frage, bitte. Die nächste Frage, meine Herrschaft. Wie alt ist Mae West? Gehen Sie doch mal dahin. Ich bitte Sie, meine Herrschaften, wollen Sie sich nicht anständig benehmen? Nehmen Sie sich oder Sie verlassen doch auch den Raum. Greif eine herrliche Uniform an. Was sagen Sie dazu? Aber meine Herren, immerhin sind Sie doch hier nicht zu Hause. Bitte auseinander, bitte. Nehmen Sie doch wieder Platz. Ja, Sie da vorne, Sie haben den Kram angebracht, wieder. Ich bin bloß hergekommen, weil ich wissen wollte, woher die Geflügelpest kommt. Um Himmels Willen, spielen Sie schnell was ganz Lautes und machen Sie der Panik ein Ende, Kapellmeister! So, das hätten wir geschafft. Nehmen Sie mich bitte mit zu Ihnen.
War das ein Antrag? Nun, wenn Sie so wollen. Gut, es ist Ihre Beerdigung, Miss. Na dann los, da kommt der Bus. Wohnen Sie ständig hier? Nein, ich habe eine möblierte Wohnung gemietet. Ich bin nur für ein paar Monate hier. Wenn es kein Geheimnis ist, verraten Sie mir doch Ihren Namen. Gefällt Ihnen Smith? Schon gut. Wenn Sie mehr von mir wissen wollen, was glauben Sie, womit ich mir mein Geld verdiene, hä? Schauspielerin? Nicht ganz so, wie Sie es meinen. Chormädchen. Sehe ich so aus? Ich rat's nicht. Ich bin freischaffend. Auf Abenteuer aus. Ganz recht. Hier lang bitte. Sehr gemütlich ist es bei mir allerdings nicht. Ich habe noch die Handwerker da. Noch nicht. Jetzt. Mr. Hannay, wären Sie so nett, den Spiegel zur Wand zu drehen? Es wäre Ihnen wohl lieber, wenn Vorhänge an den Fenstern wären. Ja. Ich sagte Ihnen ja, sehr wohnlich ist es noch nicht. Ach, noch jemand im Laden. Entschuldigen Sie mich. Nehmen Sie bitte nicht ab, Mr. Hannay. Warum nicht? Weil ich fürchte, dass es für mich ist. Ach, bitte nehmen Sie nicht ab. Schön. Sie müssen es ja wissen. Wollen Sie sich nicht setzen? Danke. Würden Sie mir bitte den Hocker rüberschieben? Rettung in höchster Not, hm? Ja, tatsächlich. Vielen Dank. Ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Nicht nötig. Kümmern Sie sich nicht um mich. Wer bin ich schon? Gibt es ein Zimmer nach hinten raus? Ich möchte hier nicht gern sprechen. Auch das? Nein, warten Sie. Darf ich jetzt? Aha. Zigarette? Nein, danke. Schon wieder Ihr Freund. Ignorieren Sie es doch einfach. Ich will Ihnen keine Mühe machen, aber hätten Sie eine Kleinigkeit zu essen für mich? Ich habe heute noch nichts gegessen. Aber sicher. Mögen Sie Fisch? Ja, sogar gern. Sie heißen selbstverständlich nichts, Miss. Es kommt drauf an, wo ich bin. Sie dürfen mich Annabella nennen. Annabella Smith, Pfarrerstochter, nehme ich an. Löcher im Nervenkostüm. Haben Sie die Schüsse so erschreckt? Ich habe die Schüsse abgegeben. Wie bitte? Ja, ich wollte, dass es eine Panik gibt. Ich musste so schnell wie möglich weg aus dem Theater. Dort waren zwei Männer, die mich umbringen wollten. Sie sollten in der Wahl Ihrer Herren etwas vorsichtiger sein. Nein, nein, Sie verstehen das falsch. Wundert Sie das? Eine hübsche, geheimnisvolle Frau wird von zwei Killern verfolgt? Hört sich wie eine Spionagegeschichte an. Genau das ist es auch. Nur gefällt mir persönlich das Wort Agent viel besser. Agent? Für welches Land? Für jedes Land, das mich gut bezahlt. Ich meine, was ist Ihr Vaterland? Ich habe keins. Im Fesselballon geboren, was? Na, lassen wir es dabei. Und Sie sind natürlich hergekommen, um ein großes Staatsgeheimnis auszuspionieren. Nein, ich bin hier, um zu verhindern, dass ein Geheimnis verraten wird.
Ein sehr wichtiges Geheimnis für dieses Land. Oh, nicht, weil ich England besonders liebe, sondern weil es mich besser bezahlen wird, wenn ich Erfolg habe. Ich bin hinter einem gefährlichen Agenten einer gewissen ausländischen Macht her. Er will sich in den Besitz eines Geheimnisses bringen, das für die Verteidigung lebenswichtig sein kann. Zwei seiner Männer hatte ich in das Varieté verfolgt. Die sind nun ihrerseits hinter mir her. Sie haben mich unglücklicherweise erkannt. Das ist aber wirklich schade. Haben Sie schon mal was von Verfolgungswahn gehört, liebste Freundin? Sie glauben mir nicht? Ehrlich gesagt, nein, Miss. Dann schauen Sie drüben aus dem Fenster. Sie haben gewonnen. Stehen Sie unten? Ja. Ich hatte gehofft, Sie abgeschüttelt zu haben. Hören Sie, ich muss Ihnen etwas sagen. Sie werden es sicher nicht gern hören. Da die beiden mich bis zu Ihnen verfolgt haben, stecken Sie bis zum Hals mit in der Sache. Wie meinen Sie das? Haben Sie zufällig schon mal was von den 39 Stufen gehört? Nein, was ist das, eine Kneipe? Sie Spaßvogel. Aber vielleicht begreifen Sie jetzt allmählich, wie mir zumute ist. Diese Männer schrecken vor nichts zurück. Und es ist meine Aufgabe, ihre Pläne zu durchkreuzen. Wenn es mir nicht gelingt, ihnen das Handwerk zu legen, sind sie wahrscheinlich schon in ein paar Tagen mit dem Geheimnis außer Landes. Warum bitten Sie nicht die Polizei um Hilfe? Weil die mir ebenso wenig glauben würden wie Sie. Und wenn Sie es täten, was meinen Sie, wie viel Zeit verstreichen würde, bevor was geschieht? Und diese Männer handeln verdammt schnell. Sie wissen nicht, was für ein gerissener Bursche ihr Chef ist. Der geht über Leichen. Ganz wörtlich gemeint. Wissen Sie seinen Namen? Er hat Dutzende von Namen. Und er verbirgt sich hinter Hunderten von Masken. Aber eine Sache kann er nicht verstecken. Dies hier. Ihm fehlt ein Stück vom kleinen Finger. Wenn Sie je einem Mann begegnen, dem am kleinen Finger zwei Glieder fehlen, seien Sie sehr vorsichtig, mein Freund. Danke, ich will es mir merken. Und was wollen Sie nun unternehmen? Erst werde ich mal meinen Fisch essen. Und dann, wenn Sie mich nicht mitten in der Nacht auf die Straße setzen, werde ich mich richtig ausschlafen. Ich trete Ihnen gern mein Bett ab und schlafe für England auf der Couch. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich brauche eine Karte von Schottland. Wieso Schottland? Ich muss dort einem bestimmten Mann einen Besuch abstatten, wenn ich das Schlimmste verhindern will. Sind die 39 Stufen, von denen Sie sprachen, vielleicht in Schottland? Das sage ich Ihnen vielleicht morgen früh. Fliehen Sie, Henny, sonst werden Sie der Nächste sein. Vielleicht begreifen Sie jetzt allmählich, wie mir zumute ist. Die schrecken vor nichts zurück. Und es ist meine Aufgabe, Ihre Pläne zu durchkreuzen. Ich muss als Nächstes nach Schottland und dort einem bestimmten Mann einen Besuch abstatten, wenn ich das Schlimmste verhindern will. Sie sind wahrscheinlich schon in ein paar Tagen mit dem Geheimnis außer Landes, wenn es mir nicht gelingt, Ihnen das Handwerk zu legen. Die Polizei würde mir ebenso wenig glauben, wie Sie mir glauben wollten,
Ich sage Ihnen, diese Männer handeln verdammt schnell. Verdammt schnell. Morgen, Sir. Schon so früh auf heute? Möchten Sie schnell einen Pfund verdienen? Kommt drauf an. Borgen Sie mir die Mütze und Ihren Kittel. Moment mal, was haben Sie damit vor? Was soll das? Mich darf niemand erkennen, wenn ich herausgehe. Haben Sie was angestellt? Ja. So, was denn, Freund? Vertrauen gegen Vertrauen. Im ersten Stock ist jemand umgebracht worden. Waren Sie's? Nein, nein, Unsinn. Die beiden Männer da draußen. Ah ja. Und die warten da jetzt seelenruhig, bis ein Polizist kommt, um sie zu verhaften? Ja, es ist wahr. Es sind Spione, Ausländer. Sie haben bei mir eine Frau ermordet. Und jetzt warten Sie auf mich. Ach, kommen Sie, so dumme Späße auf leerem Magen. Na gut, warten Sie. Dann sage ich Ihnen, wie es wirklich ist. Sind Sie verheiratet? Ja, aber ich kann nichts dafür. Was hat denn das mit... Ich bin's nicht, ich bin Junggeselle. Na und? Im ersten Stock wohnt eine verheiratete Frau. Lass ich nicht sagen. Ja, und ich habe die Dame heute Nacht besucht. Tja, und jetzt möchte ich nach Hause. Dann angenehme Ruhe. Der eine der beiden ist Ihr Bruder, der andere Ihr Mann. Verstehen Sie jetzt? Warum sind Sie damit nicht gleich rausgerückt? Ich wollte ja nur wissen, was los ist. Erzählen mir eine Räuberpistole von Mördern und Ausländern. Oh, passt ja prima. Hier die Mütze. Da ist Ihr Pfund. Ach, das war nicht nötig, lieber Freund. Wir Männer müssen doch zusammenhalten. Legen Sie mir die Klamotten hinter die Litfaßsäule. Mhm. Viel Glück. Vielen Dank. Hey, die leeren Flaschen! Zeitungen, Zeitschriften, Schokolade. Zeitungen, Zeitschriften, Schokolade. Im zweiten Wagen. Das muss man ja sagen. Sie sind jetzt viel hübscher als vor 20 Jahren. Vor allem freier. Man fühlt sich freier drin. Das war längst fällig. Man fragt sich heute, wie Sie den altmodischen Kram ertragen haben. Alle Kurven hinter Gitterstäben. Aber die altmodischen haben viel länger gehalten. Ja, leider. Jetzt brauchen Sie jedes Jahr einen neuen. Ja, warte, ich zeig dir mal einen. Ein paar alte Modelle führen wir natürlich immer noch. Hier ist noch so ein vorsinnfluchiges Ding. Meine Frau. Sieh mal das dagegen. Unser neues Stromlinienmodell. Nummer 1. Gibt dazu was Passendes für oben rum? Was ganz Scharfes. Steckt da ein hübsches Mädchen rein. Sie braucht sich nirgendwo zu schämen. Sehr hübsch, aber mit Füllung wäre es mir lieber. Das glaube ich dir. Wo sind wir denn? Edinburgh? Oh, schon Waverly. Wer sagt's denn? Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir über Geschäfte reden. Nein, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Entschuldigen Sie. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Guten Tag. Angenehme Reise. Man soll es nicht für möglich halten. Der hätte sich auch gefreut, wenn was drin gesteckt hätte. Wer mag das 2-Uhr-Rennen in Windsor gewonnen haben? Keine Ahnung. Kaufen wir doch eine Zeitung. Komm her, Junge. Sind die von heute? Yes, sir. Da stimmt's. Thanks. Zeitungen. Also? Ja, sowas. Wer hat gewonnen? Schon wieder eine Frau in Westend umgebracht worden. Was? Frau in Etagenwohnung in Westend umgebracht. Ach, diese 6 Dramen lassen mich kalt. Wer hat gewonnen? Bachelor's Bach. Sehr gut. Aber verdammt knapp. Hauptsache gewonnen. In einem Apartmenthaus in Portland Place. Ganz in der Nähe der BBC. Ein geeigneter Ort, um jemanden einzuschläfern. Gute Nacht, liebe Hörer, gute Nacht. Wer war's denn? Eine von den üblichen? Ungefähr 35, gut angezogen, mit einem Messer im Rücken.
Wohnungsinhaber Richard Hänne verschwunden. Oh, das überrascht mich. Um 7 Uhr früh hat sie die Putzfrau Elizabeth Briggs. Also das schlägt doch dem fast den Boden aus. Was ist denn nun wieder? Gibt's denn überhaupt keine Ehrlichkeit mehr auf der Welt? Hm? Das neue Bodyline-Gummihöschen-Korsett. Verkauf beginnt heute. McCartchen Brothers, Prince Street. Preis 17,90. Mit passendem BH für 4,11. Wie findest du das? Genau einen Schilling, 3 Pence billiger als unser neues Modell Stromlinie. Da kann ich meine BHs einstampfen. Dürfte ich einen Blick in Ihre Zeitung werfen? Sicher. Danke. Vielen Dank. Nichts zu danken. Da gibt's genug Beweise, um jeden an den Galgen zu bringen. Wollten Sie was, Sir? Ach, können Sie mir sagen, welcher Zug? Ich meine, wo der Zug das nächste Mal hält. Wofür halten Sie mich? Für einen Eisenbahnbeamten? Fragen Sie den Zugführer. Warte, ich weiß noch einen besseren. Der war aber schon ziemlich stark. Habe ich dir den schon erzählt von der Lady und dem Torero? Ich kann mir nicht alle merken, die du mir erzählst. Pass auf, eine junge Lady kommt nach Madrid und... Nehmen Sie einen Tee, Sir. Ja, gleich. Darling, endlich habe ich dich gefunden. Da kommen wir wohl lieber noch mal wieder. Sie waren meine letzte Rettung. Ich musste es tun. Ich heiße Henny, Sie sind hinter mir her, aber ich schwöre Ihnen, ich bin unschuldig. Sie dürfen mich nicht fassen, damit ich es beweisen kann. Haben Sie zufällig einen Mann auf dem Gang vorbeigehen sehen? Das ist der Mann, den Sie suchen. Aber eben, als wir vorbeigegangen sind... Hat er mir erklärt, sein Name wäre Henny. Sind Sie Richard Henny? Nein, Sir. Kommen Sie nun zum Tee. Ich bin schon auf dem Weg. Ziehen Sie die Notbremse. Worauf warten Sie? Na los, die werden uns nicht gleich zerfleischen. Hey, halt! Warum haben Sie die Notbremse den Zug anzuhalten, Sie Trottel? Es ist aber verboten, auf der Brücke den Zug anzuhalten. Ein Mann ist rausgesprungen. Er ist ein Mörder, wir müssen ihn fassen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn auch nicht, er muss hier runtergesprungen sein. Glauben Sie wirklich, dass er gesprungen ist? Ich kann den Zug hier nicht länger stehen lassen. Ist er das nicht, Sir? Wo? Da hinten, Sir. Nein, das ist irgendein anderer Fahrgast. Der wird doch nicht aussteigen. Da haben Sie recht, also schnell! Extrablatt, Extrablatt, Mörder von Portland Place entkommen. Extrablatt, Extrablatt, sprang Richard Henny in den Tod. Extrablatt, die Spur führt nach Schottland. Extrablatt, Mörder von Portland Place entkommen. Extrablatt, sprang Richard Henny in den Tod. Circa 1,80 groß, Stopp. Hat kleinen Schnurrbart, Stopp.
trug zuletzt dunklen Anzugstopp. Bart kann inzwischen entfernt und Kleidung gewechselt sein. Guten Tag. Guten Tag. Wollen Sie was von mir? Ich bin Chauffeur auf der Suche nach einem Job. Da werden Sie hier nicht viel Glück haben. Gibt's denn hier keine herrschaftlichen Häuser? Nur Sir Andrews, aber der nimmt Sie bestimmt nicht. Er hat schon seit 40 Jahren immer denselben Chauffeur. So lange gibt's schon Autos? Das wusste ich gar nicht. Er war als Kutscher, als er damals angefangen hat. Ah ja, verstehe. Und wer wohnt dort? Da? Unser Pfarrer. Aber der hat keinen Wagen. Natürlich nicht. Ist denn hier niemand neu zugezogen? Ja, doch. Er ist ein komischer Engländer, ein Professor. Ein Professor? Er wohnt auf Altener Schellach. Wie heißt das? Altener Schellach, am Ende vom See. Ist das zufällig da, wo ich den Kreis gemacht habe? Ja, genau da. Danke. Dann versuche ich da mal mein Glück. Heute wird das nichts mehr. Es sind 14 Meilen bis dahin. Könnte mich der Lastwagen nicht mitnehmen? Nein, der fährt in die andere Richtung. Tja, was mache ich da? Wäre es möglich, dass ich bei Ihnen übernachte? Und sonst? Nein, nein, ich bezahle es Ihnen. Dann schon. Mögen Sie Heringe? Klar, es müssen nur genug sein. Können Sie in einem Wandbett schlafen? Ich kann es ja versuchen. 2 Schilling 6 Pence. Okay, nehmen Sie es gleich. Danke. Ja, wir haben Besuch. Der Herr bleibt bis morgen früh hier. Ihre Tochter? Meine Frau. Kommen Sie doch rein. Danke. Das ist Ihr Bett. Ich nehme die Sachen hier weg. Hoffentlich können Sie drin schlafen. Ich glaube, heute Nacht schlafe ich überall. Sie sind wohl sehr müde. Das kann man wohl sagen. Ich suche schon eine Woche nach einem Job. Nehmen Sie doch am Tisch Platz, bis ich das Essen fertig habe. Sehr freundlich, danke. Stammen Sie hier aus der Gegend? Nein, ich bin aus Glasgow. Waren Sie mal da? Nein. Oh, Sie sollten die Sochi Hall Street sehen mit ihren vielen, feinen Geschäften. Oder am Samstagabend das Treiben in der Argyle Street mit den Trambahnen und all den Lichtern, was dann überall vor den Kinos für ein Gedränge ist. Heute ist Samstagabend. Tja, sowas gibt's hier draußen wohl kaum. Nein. Vermissen Sie es? Manchmal schon. In Glasgow bin ich noch nicht gewesen, dafür in Montreal, Edinburgh und London. Ich erzähle Ihnen beim Essen ein bisschen davon. Das würde mein Mann sicher nicht gutheißen. Wieso? Er sagt immer, besser gar nicht an so große Städte denken und an all die Sünde, die es dort gibt. Dann werde ich es Ihnen eben erzählen, bevor er wieder da ist. Oder wollen Sie es nicht hören? Ich habe gehört, dort streichen sich die Damen ihre Zehennägel an. Stimmt das wirklich? Ach, manche tun es. Sind alle Londoner Damen so hübsch, wie man sagt? Ja, aber nicht, wenn sie neben Ihnen stehen würden. So was sollten Sie nicht sagen. Was sollte er nicht sagen? Ich habe eben zu Ihrer Frau gesagt, dass ich lieber in der Stadt lebe als auf dem Land. Das Land hat Gott geschaffen. Die Städte, die Menschen. Ist das Essen fertig, Frau? Gleich. Stört es Sie, wenn ich mal in der Zeitung blättere? Nein, bedienen Sie sich. Danke. Ich weiß noch gar nicht Ihren Namen. Ich heiße Hammond. Mr. Hammond, wenn Sie die Zeitung weglegen würden, könnte ich das Tischgebet sprechen. Oh, Entschuldigung. Segne das üppige Mahl, das du uns erbarmungswürdigen Sündern bescheret hast. O Herr, mach, dass wir wirklich dankbar sind für all deinen Segen, dass wir immer und überall unsere Herzen dir offen halten, sie von den weltlichen Dingen abwenden und ganz dir zuwenden. Nur dir. Amen.
Mir fällt ein, ich habe die Scheune nicht zugemacht. Autos. Wahrscheinlich die Polizei, Sie müssen weg. Ach, danke, ich habe so gut geschlafen. Kommen Sie schnell, Sie müssen gleich hier sein. Von mir aus kann es losgehen. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Wo muss ich hin? Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Ah, ich hätte mir's denken sollen. Hinter meinem Rücken werde ich schamlos betrogen. Geh raus. Augenblick, wenn Sie und glauben, Sie dass ich... Bevor ich mich vergesse... Ja, gehen Sie bitte, gehen Sie. Sie mit ihm allein lassen, er glaubt Sie doch... Sie dürfen keine Minute verlieren. Ich muss es ihm doch wenigstens erklären. Sie verstehen das alles falsch. Sie wollte mir helfen, weiter ja, nichts. Ja, helfen. Sie bringt Schimpf und Schande über mein Haus. Aber nein, sie wollte mich vor der Polizei warnen. Vor der Polizei? Ja, die Polizei sucht mich wegen Mordes. Was? Wissen Sie schon? Ihre Frau hat mich warnen wollen. Ich hatte ihr gestern Abend alles erzählt. Sagen Sie, Sie haben mich nicht gesehen. Ich verlange es nicht umsonst. Wie viel? 5 Pfund. Was? Haben Sie so viel dabei? Ja. Geben Sie es hier. Das bekommen Sie erst, wenn Sie weg sind. Bringen Sie zurück ins Bett und schieben die Tür zu. Ich mach das schon. Nein, besser nicht. Nicht da rein. Ich traue ihm nicht. Er hat doch mein Geld genommen. Weil er nicht widerstehen konnte. Hier lang. Ja, es ist eine Belohnung auf deinen Kopf ausgesetzt. Eine Belohnung? Haben Sie ihn denn gesehen? Na ja, es kommt darauf an, wie hoch die Belohnung ist. Vielleicht erinnere ich mich dann an ihn. Ich hab's gewusst. Jetzt unterhält er sich schon mit dem Polizisten über eine Belohnung. Bevor er sie reinlässt, wird er den Preis in die Höhe treiben wollen. Inzwischen laufen sie ja, weg. Ja, mach ich. Oh, Ihre Jacke ist so furchtbar hell. Darin kann man sie viel zu leicht sehen. Ziehen Sie den Mantel an, kommen Sie. Er gehört Ihrem Mann? Ja, er gehört ihm und er ist sehr warm, aber es macht nichts. Du darfst ihn nicht sehen. Was wird aus Ihnen? Ich sage ihm einfach, ich konnte Sie nicht aufhalten. Wird er Sie nicht schlagen? Nein, nein, er wird mich beschimpfen, aber mehr nicht. Wie heißen Sie überhaupt? Margaret. Wiedersehen, Margaret. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Brücke gelaufen!
Haus, Herr, da? Wen darf ich melden, Sir? Mein Name sagt Ihnen nichts. Fragen Sie ihn, ob er Annabella Smith kennt. Gut, wenn Sie hier bitte einen Augenblick warten. Ja, selbstverständlich. Er kann nur hierher gelaufen sein, Sir. Dann müsste er ja drin sein. Umstellen Sie das Haus. Hier ist vor kurzem ein Wagen vorgefahren. Dann hat er den Wagen wohl in der Westentasche gehabt. Guten Tag, Miss. Tag, Sie wünschen, Sir? Haben Sie im Haus oder in der Nähe einen Fremden gesehen? Es sind ein paar Besucher oben, aber Fremde sind das nicht. Sonst haben Sie keine verdächtigen Gestalten gesehen, vielleicht durchs Fenster oder dass jemand an der Tür war? Nein, Sir, das müsste ich wissen. In der letzten halben Stunde war niemand hier. Sie sind Annabella Smith? Ja. Wir haben gerade ein paar Gäste. Heute ist nämlich der Geburtstag meiner Tochter. So wie ich die Leute abgewimmelt habe, können wir miteinander sprechen. Ja, gut. Kommen Sie, stell Sie meiner Frau vor. Louise, hier ist noch ein Gast, meine Liebe, Mr. Wie war doch gleich Ihr Name? Hammond. Mr. Hammond, er ist hier, um mich geschäftlich zu sprechen. Er kommt direkt aus London. Da ist ein Polizeiinspektor an der Tür, Sir. Er möchte Sie sprechen. Muss das sein? Gut, sagen Sie bitte, ich komme sofort. Nimm dich inzwischen seine Arme. Stell Ihnen meine Töchter vor. Das ist Patricia, die Jüngste. Guten Tag. Mrs. Tilly und Mrs. Hunt. Guten Tag. Hillary, Liebling, das ist Hammond. Richtig, Mr. Hammond, der kommt gerade aus London. Freut mich, Mr. Hammond. Wir holen uns eben bei einem Drink von der Sonntagspredigt. Dreiviertelstunde Langeweile. Das sind Captain und Mrs. Ogilvy. Sehr erfreut. Einen Drink, Mr. Hammond. Das ist Derek. Derek Stewart. Und dieser Herr hier ist Sheriff Watson. Sie müssen sich Hillary gut mit ihm recht. Stellen. Guter, einen Schotten ist ein Ausbund an Scharfsinn und Strenge. Er sieht Sie an und schon kriegen Sie 3 Jahre. Alles in Ordnung, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe Sie weggeschickt. Kommen Sie ans Fenster, Sie müssen die fantastische Aussicht sehen. Wir sind sehr stolz darauf, mit Recht, nicht wahr? Mhm. Übrigens, Watson, was wollen Sie tun, um den Mörder zu fangen? Mörder? Welchen Mörder? Na, dieser Mensch, der vorige Woche in Portland Place eine Frau mit dem Tranchiermesser umgebracht hat. Er soll hier in der Gegend sein. Wie aufregend. Wo denn, meine Liebe? Er soll im Moos gesehen worden sein, an der Brücke von Orkney, glaube ich. Warum fangen Sie ihn nicht, Sheriff? Sie wollen doch nicht, dass ich auch mit so einem Messer tranchiert werde, oder? Warum ich? Fangen Sie ihn und ich liefere ihn dem Gericht aus. Gibt es denn eine Belohnung? Es ist schon fast 1 Uhr, Jim. Wir müssen gehen. Wir bringen den Herrn Professor um seinen Lunch. Oh, damit hat's keine Eile. Aber wenn Sie weg müssen, Pat? Ja, Paps? Sag bitte Bescheid, die Wagen sollen vorfahren. Wir haben uns schon viel zu lange aufgehalten. Das haben wir entzückend bei Ihnen. Sie wollen noch mitkommen. Ja, aber ja, wir haben Sie auch mitgebracht. Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, dass es so schön ist, wenn wir wieder in der Eltern. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn Sie ihn fangen, ich bin jeden Morgen ab 10 Uhr in mein Büro. Also bringen Sie ihn mir vorbei, meine Empfehlung, Frau Professor. Louise, du entschuldigst uns bitte. Mr. Hammond und ich müssen uns vor dem Essen noch ein wenig unterhalten. Ja, ja, schon recht. Tja, Mr. Henney, ich darf Sie jetzt doch bei Ihrem richtigen Namen nennen, nicht wahr? Was ist mit unserer gemeinsamen Freundin Annabella? Sie ist ermordet worden. Ermordet? Oh, Sie meinen den Mord in Portland Place. Mhm. Demnach haben unsere Freunde vorhin Sie gesucht. Ich weiß nicht. Selbstverständlich nicht. Aber warum sind Sie den weiten Weg nach Schottland gekommen, um mir Sie das zu sagen? Sie wollte zu Ihnen wegen eines Geheimnisses aus dem Luftfahrtministerium. Ein Agent, der hinter dem Geheimnis her war, hat Sie umbringen lassen. Hat sie Ihnen gesagt, wer dieser Agent ist? Dazu hat sie keine Zeit gehabt. Ich weiß bloß, dass ihm ein Stück vom kleinen Finger fehlt. An welcher Hand? Ich glaube, an der linken. Wäre es nicht möglich, dass es die rechte ist? Das Essen ist aufgetragen. Ich komme gleich. Ist gut. Was nun, Mr. Henney? Sie haben inzwischen wohl gemerkt, dass Sie in dem falschen Dampfer gelandet sind. Oder heißt das auf dem? Ach, komisch, das merke ich mir nie. Ob auf oder in, es war der falsche. Sehr ärgerlich. Wie steige ich jetzt auf den richtigen um? Das ist die Frage. Mir wäre es lieb, Sie könnten sich dazu entschließen, ganz auszusteigen. Sehen Sie, ich lebe hier als ganz harmloser Bürger. Sie müssen einsehen, dass meine ganze Existenz gefährdet wäre, wenn man herausbekäme, dass ich, wie soll ich mich ausdrücken, dass ich 2 Gesichter habe. Oh, Mr. Henney, warum mussten Sie hierher kommen und mich in diese Zwangslage bringen? Ich kann Sie doch nicht einfach in ein Zimmer sperren und Sie dann vergessen. Ich muss an meine Frau und meine Töchter denken. Ich weiß nicht, was ich mit Ihnen anfangen soll. Wirklich nicht. Ich weiß bloß, dass ich Sie auf keinen Fall wieder laufen lassen kann. Weil ich soeben im Begriff stehe,
lebenswichtige Informationen außer Landes zu bringen. Ja, ja, ich habe sie bereits. Die arme Annabella wäre sowieso zu spät gekommen, wie Sie sehen. Das wäre dann wohl erledigt. Sehr richtig. Aber was nun? Was heißt was nun? Was wird mit Ihnen? Es scheint mir nur einen Ausweg zu geben. Und der wäre? Angenommen, ich lasse Sie allein mit dieser Pistole. Dann können morgen früh sämtliche Zeitungen berichten, dass sich der Mörder von Portland Place das Leben genommen hat. Ich denke, du wolltest gleich zum Essen kommen. Wir warten alle auf dich. Ist Mr. Hammond mit uns? Nein, ich glaube nicht. Mhm. Nun, wie gefällt Ihnen mein Vorschlag? Es tut mir leid, aber mir bleibt keine andere Wahl. Ich habe mein Gesangbuch nicht finden. Wo hast du es denn hingetan? Es war in der Brusttasche vom Mantel. Gestern hing er noch da. John, ich habe deinen Mantel dem Herrn gegeben, der gestern bei uns war. Zigaretten-Etuis sollen ja schon öfter Kugeln abgehalten haben, aber ein Gesangbuch? Ich dachte, dass es sowas nur im Film gibt. Und doch verdanken Sie der dicken Schwarte Ihr Leben. Mich überrascht das nicht, Mr. Henny. Man kommt durch manche dieser Choräle schwer durch. Ich bin selbst manchmal stecken geblieben. Lob und Preis den Dichtern 20-strophiger Kirchenlieder. Ganz recht. Sie haben allen Grund, Ihnen zu danken, Mr. Henny. Und noch eine Viertelstunde vorher hatte ich sein Champagner getrunken. Kaum zu glauben. Es sollte uns allen eine Warnung sein. Man trinkt eben am Sonntagvormittag keinen Champagner. Und wie sind Sie ihm nun entwischt? Das können Sie sehen, wenn Sie aus dem Fenster blicken. Sie haben mich, ich meine, meine Leiche ins Nebenzimmer geschafft. Als ich zu mir kam, habe ich mir einen seiner Anzüge geborgt und dann seinen Wagen geklaut. Ich will Sie bestimmt nicht drängen, aber sollte man nicht etwas tun? Ich meine, es ist doch eine ziemlich ernsthafte Sache. Wenn es nicht so wäre, würde ich mich Ihnen kaum ausliefern, wo ich doch wegen Mordes gesucht werde. Vergessen wir doch den Mord, Mr. Henny. Ohne Zweifel werden Sie Scotland Yard genauso schnell von Ihrer Unschuld überzeugen wie mich. Es genügt, wenn Sie mir eine Erklärung unterschreiben, die ich an die zuständige Stelle weitergebe. Ich lasse einen Protokollführer kommen, der Ihre Aussage aufnimmt. Ist gut, danke. Mhm. Sie haben nach mir geschickt? Ja, das habe ich. Glauben Sie vielleicht, einen gefährlichen Mörder hinzuhalten, macht mir Spaß? Mörder? Sicher. Sie sind verhaftet, Henny. Ich beschuldige Sie des vorsätzlichen Mordes an einer unbekannten Frau, begangen am vorigen Donnerstag in London. Bringen Sie ihn rüber ins Gefängnis. Sie haben doch meine Geschichte gehört. Jedes Wort davon ist wahr. Glauben Sie mir. Henny, wir hier in Schottland sind nur halb so dumm, wie manche Burschen in London glauben. Haben Sie gedacht, ich nehme Ihnen Ihre hanebüchene Geschichte über den Professor ab, meinen besten Freund? Bitte Professor Jordan. Wenn er nicht auf mich geschossen hat, woher kam dann die Kugel? Ha, die hat man auf Sie abgefeuert, als Sie übers Moor verfolgt worden sind. Stimmt's, Inspektor? Sehr richtig, Sir. Wahrscheinlich ist sie aus meiner Pistole. Ich verlange, dass Sie mich mit dem Hohen Kommissar für Kanada in London verbinden. Das machen Sie mal lieber von London aus. Auf diese Weise sparen Sie sich das Geld für das Ferngespräch. Das ist tatsächlich der Wagen vom Professor. Das heißt, Henny war drin und hat ausgepackt. Los, hinterher! Da, Leute! Fassen wir den Jungen, den Sie weiter. Ja, tun Sie das! Hinterher! Da sind Sie ja endlich, Sir. Wir warten schon alle auf Sie. Pamela muss Sie verfehlt haben. Sie wollte Sie vom Bahnhof abholen. Unserem verehrten Führer und Fahnenträger persönlich. Darüber hinaus begrüße ich von Herzen die Gelegenheit, mit Ihnen eine weitere lebenswichtige Frage unseres Landes diskutieren zu können, in diesem kritischen und historischen Augenblick. Aber vorher werde ich Ihre Zeit ein paar Augenblicke in Anspruch nehmen. Sie haben schon viel zu viel davon in Anspruch genommen. Sie haben genug von Ihren Gefahren. Meine Damen und Herren, ich will jetzt den Hauptredner des heutigen Abends ans Pult rufen. Rufen Sie!
Ich brauche ihn nicht vorzustellen und auch nicht von seiner glänzenden Laufbahn als Soldat und Staatsmann zu sprechen. Ein wahrer Sohn Schottlands, der sich England erobert hat und jetzt einer der ersten in der diplomatischen und politischen Welt der Stadt London ist. Ich werde ihn mit Ihrer Erlaubnis bitten, Ihnen etwas zu erzählen. Das wird auch Zeit! Einen Augenblick, verehrte Herrschaften. Es ist wichtig für diesen Wahlkreis, dass in dieser wichtigen Nachwahl unser Kandidat mit einer ausreichenden Mehrheit wiedergewählt wird. Und jetzt bitte ich Hauptmann Fraser. Verehrte Herrschaften, ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung für meinen zögernden Auftritt, aber um Ihnen die Wahrheit zu sagen, bei den schmeichelhaften Worten meines Herrn Vorredners habe ich gar nicht begriffen, dass der Herr Vorsitzende tatsächlich mich damit meinen könnte. Und was Sie betrifft, dürfen Sie mir glauben, dass ich von Herzen beglückt bin, bei Ihnen zu sein, erleichtert, dass ich mich im Augenblick Ihrer liebenswerten Gesellschaft erfreuen darf und entzückt über Ihre freundliche Aufnahme. Entzückt und wirklich erleichtert, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das meine ich ganz ehrlich, denn solange ich hier auf dieser Plattform stehe, bin ich für einige Momente erlöst von den Sorgen und entsetzlichen Ängsten, die an Mann in meiner Position das Leben schwer machen. Sehen Sie, als ich vor wenigen Tagen nach Schottland fuhr, in einem Abteil des Highland Express über dieses wunderbare Bauwerk, die Forsbrücke, dieses Monument rein schottischer Ingenieurbaukunst und schottischer Muskelkraft, hatte ich keine Ahnung, dass ich mich in ein paar Tagen hier in einer wichtigen politischen Versammlung wiederfinden würde, ehrlich nicht. Ich selbst hatte mir ein ganz anderes Programm gemacht, ein völlig anderes Programm. Sie wollten in den Mooren auf Jagd gehen, habe ich recht? Dann hätten Sie für mich schießen müssen, ich bin ein schlechter Schütze. Ich wusste jedenfalls nicht, dass man mich heute Abend hierher bitten würde zur Unterstützung des brillanten jungen Staatsmannes, des Aufsteigenden, der hier Platz genommen hat. Ein Mann, dem eine große Zukunft bevorsteht. Oh, er ist wahrhaftig kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Politik. Mit anderen Worten, Ihr Parlamentsabgeordneter Mr. McCrocodile. Ich kenne mal den Namen des Kandidaten. Oh, doch, ich kenne ihn nur zu gut. Deshalb müssen Sie mir vergeben, wenn ich ihn bei seinem liebenswerten Spitznamen nenne, den man ihm schon während seiner Zeit in Westminster gegeben hat. Ja, ja, schon im Hinblick auf die zu erwartende Karriere, die er machen würde. So, Herrschaften, jetzt dürfen Sie mir Fragen stellen. Worüber möchten Sie mit mir diskutieren? Über die Herren, die faulen Reichen! Was ist mit den faulen Reichen? Die faulen Reichen? Ein bisschen abwegig, das Thema. Besonders für mich. Ich bin nicht reich und faul bin ich niemals gewesen. Ich war mein Leben lang ziemlich beschäftigt und bald werde ich noch beschäftigter sein. Haben Sie jemals mit Ihren Händen gearbeitet? Allerdings, das habe ich. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich einsam fühlt und hilflos und die ganze Welt gegen sich hat. Das sind Gefühle, die keiner gern hat. Darum bitte ich Ihren Kandidaten und alle, die Ihre Mitmenschen lieben, endlich etwas zu tun, damit das Leben auf dieser Welt für alle Menschen erfreulicher wird. Eine glückliche Welt zu schaffen, in der weder Nationen noch Nachbarn sich das Leben immer wieder schwer machen, in der es keine Verfolgungen und Menschenjagden gibt, wo jeder Einzelne dieselben Rechte und eine faire Chance hat und die Menschen sich gegenseitig helfen. Eine Welt, aus der Furcht, Verdächtigung und Grausamkeit für immer verbannt wird. Das ist die Welt, die ich will. Ist es nicht auch die Welt, die Sie wollen? Na also, mehr habe ich Ihnen nicht zu sagen. Gute Nacht. Sie hätten sich ruhig beeilen können. Mir fiel schon nichts mehr ein. Nach Ihnen wird es schwer sein, noch ein Bein auf Deck zu kriegen. Na, meine Süße, Sie halten sich wohl für verdammt clever. Sagen Sie Ihrem Gefangenen, dass er mich gefälligst nicht beleidigt. Versuchen Sie bloß, mich daran zu hindern. Sie kommen auf der Stelle mit. So begriffsstutzig kann doch niemand sein. Haben Sie noch immer nicht begriffen, dass ich im Zug die Wahrheit gesagt habe? Ob Sie mir glauben oder nicht, verschaffen Sie mir die Möglichkeit, den Hohen Kommissar in London anzurufen. Ich muss ihm ein wichtiges Geheimnis anvertrauen. Eine Erfindung wird von einem ausländischen Agenten aus dem Land geschmuggelt. Und ich muss dabei zusehen und kann nichts machen wegen dieses blöden Detektivs. Haben Sie es jetzt kapiert? Ein großartiger Witz. Wissen Sie zufällig noch so einen? Das ist doch. Haben Sie wirklich nur Stroh im Kopf? Sie müssen mir helfen. Ich muss sofort ein Ferngespräch führen. Tun Sie es oder tun Sie es nicht? Nein. Gute Nacht. Ich bitte um Verzeihung. Ich möchte, dass Sie auch mitkommen, Miss. Aber wozu denn? Der Herr muss formell identifiziert werden. Ich muss Sie bitten, mitzukommen. Muss das sein? Eine Sache von ein paar Minuten. Na schön, wenn es unbedingt sein muss, erledigen wir es lieber gleich. Wiedersehen. Rein mit Ihnen.
Soll ich mich etwa neben ihn setzen? Ist ja nur für einen Augenblick, Miss. Dann fahren Sie aber wie die Feuerwehr. Los. Das war das Revier. Sie fahren dran vorbei. Sagen Sie es dem Fahrer. Nein, nein, das stimmt schon. Das hier ist kein Fall für die örtlichen Polizeiorgane. Wohin fahren wir dann? Nach Inverary. Inverary? Ja, Miss. Dieser Mann wird direkt dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Wir haben Befehl, ihn hinzubringen. Dieser Befehl gilt doch nicht für mich? Das nicht, aber Sie werden doch dringend benötigt. Ich sorge dafür, dass Sie so schnell wie möglich wieder zurückgebracht werden. Wie weit ist es nach Inverary? 40 Meilen. Sie war nicht gefragt. Verzeihung. Wir sind spätestens in 2 Stunden da. Bitte? Ich will doch nicht die halbe Nacht mit Ihnen verbringen. Es sieht fast so aus. Das ist doch falsch. Wieso ist er abgebogen? Wir hätten weiter geradeaus fahren müssen. Ja, ja, es ist ein Umweg, aber die andere Brücke hat das Hochwasser weggerissen. Der Mann kennt den Weg. Oh. Darf ich mal den Haftbefehl sehen? Den wird dir der Untersuchungsrichter schon vor die Nase halten. Haben Sie Lust, mit mir zu wetten, Pamela? Dann wette ich mit Ihnen, Sherlock. Ich wette 1 zu 100, dass Ihrem Untersuchungsrichter am kleinen Finger der rechten Hand 2 Glieder fehlen. Habe ich gewonnen? Ich habe gewonnen. Was ist denn? Warum halten wir? So war seine ganze Herde, Detektive. Sie blockieren die ganze Straße. Steigt aus und verscheucht sie. Und was ist mit denen? Das überlass nur mir. So, Miss, jetzt sind Sie Hilfspolizistin. Was fällt Ihnen ein? Was soll der Blödsinn? Solange Sie da sitzen, sitzt er auch da. Oh. Oh. Sehr richtig. Und wenn ich gehe, kommen Sie mit. Oh. Haltet Sie! Sie gehen stiften! Kommen Sie, mein Täubchen. Nein, ich will nicht! Das macht nichts. Sie tun mir weh. Wahrscheinlich sind Sie da lang gelaufen. Wo zum Teufel können Sie sein? Einen Ton und ich erschieße zuerst Sie und dann mich, kapiert? Hier unten ist niemand! Dann komm rauf und vertrödle nicht noch mehr Zeit! Wir müssen Sie finden! Die sind schon ein paar Meilen weg. Au! Was machen Sie denn?
Ach, hören Sie mit der Pfeiferei auf. Warum laufen Sie davon? Welche Chance haben Sie denn schon, an mich gefesselt? Die Frage sparen Sie sich für Ihren Ehemann, aber ich gebe zu, dass Sie mir wie ein Klotz am Bein hängen. Am Arm, meinen Sie. Und Sie glauben gar nicht, wie sehr mich das beruhigt. Ich frage mich, was das soll. Die Polizisten erwischen Sie so, wie es Tag ist. Vielleicht, aber es sind keine Polizisten. Wie haben Sie denn das rausgefunden? Sie haben es rausgefunden. Wie hätte ich wissen sollen, dass es die falsche Straßennummer in Verrally ist? Sie wollten uns zu Ihrem Boss bringen. Gnade uns Gott, wenn Sie uns jemals wieder erwischen. Ah, ich verstehe. Sie bleiben also weiter bei Ihrem Groschenroman. Das ist doch nicht... Au! Es gibt 20 Millionen Frauen auf dieser Insel und ich muss ausgerechnet an Sie gefesselt sein. Jetzt versuchen Sie mir bitte ein einziges Mal zuzuhören. Was ich Ihnen vorige Woche im Zug und heute nach der Wahlversammlung gesagt habe, ist wahr. Und weil Sie es sind, sage ich es Ihnen ein drittes Mal. Ich bin durch Zufall einem Spionagering auf die Spur gekommen und bin der Einzige, der ihn sprengen kann. Diese angeblichen Polizisten sind Spione. Der edle Ritter schlägt sich für sein Vaterland. Okay, wie Sie wollen. Ich bin also nur ein ganz simpler und gemeiner Mörder. Ich habe vor 4 Tagen eine wehrlose, unschuldige Frau mit einem Messer umgebracht. Wie gefällt Ihnen denn das? Ich weiß nicht, wie unschuldig Sie sind, aber wehrlos sind Sie bestimmt. Eine Frau allein im Dunkeln an einen Mörder gekettet, der vor nichts zurückschreckt, um sie loszuwerden. Wenn Sie diese Situation vorziehen, seien Sie mir herzlich willkommen. Ich habe vor Ihnen keine Angst. Ich bringe jede Woche eine Frau um. Heute wäre es wieder soweit. Also nehmen Sie sich einen gut gemeinten Rat zu Herzen. Von jetzt an werden Sie alles tun, was ich verlange, und zwar sofort. Sie, Grobian, widerlicher! Ich mag Opfer, die frech sind. Kommen Sie. Wir gehen da rein. Was wollen Sie das dort? Das ist meine Aber Sache. Sie... Und vergessen Sie nicht, besonders lieb zu mir zu sein. Wir gehen da rein und Sie tun alles, um das, was ich sage, glaubhaft erscheinen zu lassen. Ist das diesmal in Ihr Elfenbeingewölbe eingedrungen? Mit Mühe und Not. Dann rein mit Ihrem hübschen Händchen in die Tasche und zaubern Sie einen gehetzten Ausdruck auf Ihr liebliches Gesicht. Kommen Sie rein, Ma'am. Nur schneller rein, Sir. Oh, die junge Dame ist ja ganz nass. Wir hatten eine Panne mit dem Wagen. Musste eine gute Stunde laufen. Oh, wie schrecklich. Dann bleiben Sie die Nacht über. Wir haben nur noch ein Zimmer mit einem großen Bett, aber das macht Ihnen ja nichts aus. Oh, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Sie sind doch Mann und Frau, nehme ich an. Sicher? Natürlich. Haben Sie kein Gepäck, Sir? Nein, wir haben alles im Wagen gelassen. So, nun, dann borge ich der jungen Lady ein Nachthemd von mir. Würden Sie sich bitte eintragen? Jeans, wir brauchen ein Zimmer. Ja, ja. Er wird gleich mit Ihnen raufgehen und Feuer machen. Möchten Sie auch zu Abend essen? Nein, danke. Schicken Sie mir einen großen Whisky und ein paar Sandwiches drauf. Ja? Oh, und ein Glas Milch, bitte. Gern, Sir. Ich kann nicht schreiben mit der linken Hand, aber ich kann damit schießen. Du kannst dir ja denken, was in der Tasche ist, Schätzchen. Unterschreib du, Liebling. Je früher du dich an deinen neuen Namen gewöhnst, umso besser. Also schreib hin, Mr. und Mrs. Henry Hopkinson. The Hollyhocks, Hammersmith. James, wo bleibst du denn? Ich komme gleich wieder, Leute. Momentchen. Und ziehen Sie aber flink den nassen Rock aus, Kindchen. Ich nehme ihn in die Küche mit zum Trocknen. Oh, machen Sie sich keine Mühe. Er wird hier vor dem Feuer genauso schnell trocken. Naja, Ihr Mann wird schon bestens für Sie sorgen. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Ma'am. Gute Nacht. Na. Gute Nacht. Ob die beiden wirklich verheiratet sind? Keine Ahnung. Ist auch gar nicht wichtig, wo sie so offensichtlich ineinander verliebt sind. Ich halte es keine Minute länger aus. Ich gehe jetzt runter und sage die Wahrheit. Wollen Sie, dass ich für einen Mord gehängt werde, den ich nicht begangen habe? Gehängt werden. Es ist mir egal, ob Sie ihn begangen haben oder nicht. Glauben Sie, ich verbringe die Nacht mit Ihnen im selben Zimmer? Weg von der Tür. Sie haben leider nur das eine. Kommen Sie. Darf ich nochmal rein, Sir? Hinsetzen. Ja, bitte. Steh sitzen. Oh, wir wärmen uns gerade ein bisschen vor dem Feuer. Ja, ja, das sehe ich. Ich bringe Ihnen da noch was Warmes. Oh, sehr aufmerksam. Bett. Du möchtest doch eine Wärmflasche im Bett. Sag ja, Schatz. Ja, Schatz. Sehr schön. Ach, bitte gehen Sie nicht weg. Wieso nicht?
Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Naja, wie man's nimmt. Wir sind nämlich durchgebrannt und meine Frau hat furchtbare Angst, dass ihr Vater sie verfolgt. Ach, das ahnte ich doch, wie romantisch. Und werden Sie wirklich verfolgt? Wenn er kommt, verraten Sie uns bitte nicht. Das wäre ja ein Verbrechen, wo Sie sie so lieben. Nein, nein, schlafen Sie ganz beruhigt. Eine wunderbare gute Nacht wünsche ich. Aber... Haben Sie nicht eben gehört, wie sehr wir uns lieben? So, Liebling, du wirst Hunger haben. Da hast du, nimm. Was steht als nächstes auf dem Programm? Diese Dinge hier loszuwerden. Einverstanden, fragt sie bloß wie. Haben Sie irgendwas im Täschchen, was uns dabei helfen könnte? Vielleicht eine Schere, Haarnadel oder sowas? Eine Nagelfeile habe ich, wenn das was nützt. Es wird zwar 10 Jahre dauern, bis wir sie damit durchhaben, aber versuchen können wir es ja. Machen wir es uns bequem. Was ist übrigens mit Ihrem Rock? Immer noch ziemlich feucht, hä? Sie wollen sie doch zu allem Überfluss nicht noch eine Lungenentzündung holen. Ziehen Sie ihn aus, mir macht das aber nichts. Aber mir? Ich behalte ihn an. Wie Sie wollen. Der Punkt wäre erledigt. Aber ich ziehe Schuhe und Strümpfe aus, sie sind auch patschnass. Das war das erste vernünftige Wort, das ich höre. Soll ich Ihnen behilflich sein? Nein, danke. Verzeihung. Hier, halten Sie das bitte mal. Ah ja. Augenblick. Dankeschön. Oh, gern geschehen. Wollen Sie nicht Ihre Milch trinken? Danke, jetzt nicht. Vielleicht später. Wie Sie wollen. Cheerio. Schon besser. Werden Ihre Füße allmählich warm? Allmählich. Kommen Sie. Also, wollen Sie bitte auf dem Operationstisch Platz nehmen? Schon gut, niemand tut Ihnen was. Heute ist Waffenstillstand. Ruhen wir uns aus, solange es geht. Ich lege mich nicht auf dieses Bett. Wo ich mich hinlege, müssen Sie sich auch hinlegen. Wie die siamesischen Zwillinge. Machen Sie nicht noch alberne Witze. Witze? Meinen Sie, ich freue mich darauf, morgen früh aufzuwachen, Ihr Gesicht neben mir, ungewaschen und fettglänzend. Ich wüsste was Schöneres. Geben Sie mir doch mal Ihre Nagelfeile. Dankeschön. Wenn ich nur wüsste, wo ich die idiotische Melodie her habe, die mir im Kopf rumgeht. Sie sind doch nicht etwa müde? Erraten, ich weiß auch wieso. Wissen Sie, wann ich das letzte Mal im Bett war? Ach nein, es war bloß eine Couch. Samstagnacht und nur 2 Stunden. Warum haben Sie nicht schlafen können? Schlecht geträumt? Schlechte Träume? Wie meinen Sie das? Ich habe gehört, dass Mörder oft furchtbare Träume haben. Oh, nur anfangs, das habe ich längst hinter mir, mein Engel. Als ich meine Verbrecherlaufbahn begonnen hatte, war ich ziemlich unsicher, wie ein nervöses Kind. Das überrascht mich. Ich wachte mitten in der Nacht schreiend auf und meinte, die Polizei wäre hinter mir her. Das verwechselt sich. Wie haben Sie eigentlich angefangen? Oh, klein und bescheiden wie die meisten von uns. Ich stahl Pennys aus den Taschen der anderen Kinder in der Schule. Dann kam Kaufhausdiebstähle und ein paar aufgebrochene Autos, dann Juwelierläden. Dabei habe ich meinen ersten Mann umgelegt. Ich war damals gerade 19. In einigen Jahren können Sie mich Ihren Enkeln zeigen, wenn Sie mit ihnen in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett gehen. In welche Abteilung? Das kann man noch nicht sagen, ich bin noch zu jung. Aber in irgendeiner Abteilung werden Sie mich bestimmt finden. Dann können Sie auf mich zeigen und sagen, Kinder, wenn ihr jetzt wüsstet, wie nah ich einmal diesem Gentleman gewesen bin, ihr werdet überrascht. Halten Sie still. Sie werden sich doch wohl denken können, dass es kneift. Oh, tut mir leid. Da wir eben von Madame Tussaud reden, so hat's angefangen. Wovon sprechen Sie? Meine Verbrecherkarriere. Die Veranlagung habe ich von Onkel Penrallig geerbt. Wer war das? Meine Güte, wo sind Sie aufgewachsen, Mädchen? Haben Sie noch nie was von Onkel Penrallig gehört? Dem Blaubart aus Cornwall? Ein berühmter Killer. Ich denke, Ihre Familie kommt aus Kanada. Sie sind dorthin ausgewandert nach dem Zwischenfall mit Onkelchen. 3 Frauen hat er umgebracht und war davongekommen, aber seine 3. Schwiegermutter kam dahinter und wollte ihn verhaften lassen. Und ist es ihr gelungen? Oh nein, nicht die Spur. Er war schneller, fuhr mit ihr raus nach Land's End und schubste sie in den Atlantischen Ozean. Er ist bereits bei Madame Tussaud, Abteilung Frauen- und Schwiegermuttermörder. Sie müssen ihn irgendwann mal besuchen. Sie verfehlen ihn bestimmt nicht. Der 3. links vorm Eingang, roter Bart und Hasenscharte. Und das, mein Herzchen, ist die traurige Geschichte meines Lebens. Ein armes Waisenkind, das niemals eine Chance hatte. Wollen Sie mich immer noch der Polizei ausliefern? Und du glaubst, dass alles in Ordnung geht? Es muss.
Viel Zeit haben wir nicht mehr. So wie ich habe was, du weißt was, verlasse ich das Land. Sei vorsichtig und gib mir Bescheid. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Alles gut. Auf Wiedersehen, Paps. Hallo? Bei Professor Jordan. Kann ich bitte Mrs. Jordan sprechen? Mrs. Jordan? Guten Tag, Madam. Ach, der ist schon nach London. Wenn es geht, möchte ich meinen Whisky gerne heiß. Ist gut, ich hole heißes Wasser. Leider ist eine Panne passiert. Erst ging alles wunderbar glatt. Eine junge Dame hat ihn uns ausgeliefert, weil sie uns für Polizisten hielt. Wir mussten sie auch mitnehmen, weil er ihr alles erzählt hatte. Ja, verstehe, Madam. Ist gut. Ja, ja. Was ist? Der Alte hat Wind bekommen. Er ist schon abgehauen. Warum denn das? Er hat gemeint, solange Henny frei rumläuft, kann die Sache platzen. Er will die 39 Stufen warnen. Er wird doch nicht abhauen ohne... Du weißt schon. Er holt's bei einem Freund im Londoner Palladium auf dem Weg zum Flugplatz ab. So, meine Herren, das macht eine halbe Krone. Und der Telefonanruf? Sagen wir einen Schilling. Sagen Sie, ist das hier auch ein Hotel? Sicher. Ich meine, haben Sie auch Leute wohnen? Ja, ja. Naja, um die Jahreszeit kommen sicher nicht viele Leute her. So ist es. Heute Nacht ist nicht zufällig jemand hier. Doch. Ach, ist es vielleicht zufällig ein junges Paar? James! Gütiger Himmel! Mit was für einem Trottel bin ich bloß verheiratet? Willst du uns denn ins Gefängnis bringen? Wie viel hast du dafür verlangt? Hm? Eine halbe Krone. Oh! Raus! Aber ein bisschen fix. Und wehe, sie sagen einem Menschen, dass wir noch nach der Sperrstunde was ausgeschenkt haben. Oh. Hm. Hm. Das habe ich fein hingekriegt, nicht? Wir beide wollen doch ein verliebtes Paar nicht verraten.
Guten Morgen. Was soll das? Wie sind wir da rausgekommen? Sind wir ja nicht, wenigstens Sie nicht. Ich bin in der Nacht aus meiner rausgeschlüpft und habe mich da hingelegt. Und warum sind Sie nicht weggerannt? Ich wollte, aber dann habe ich entdeckt, dass Sie mich doch nicht belogen hatten. Also bin ich geblieben. Und welches Erdbeben hat plötzlich Ihr Gehirn wieder in Funktion gesetzt? Die zwei falschen Polizisten waren hier. Ich habe Ihr Telefongespräch gehört. Was haben Sie gesagt? Ach so, so ungereimtes Zeug. Über 39 Stufen. 39 Stufen? Was? Schon gut, erzählen Sie. Was war das, dass irgendjemand Sie warnen wollte? Wie kann man Stufen weiter warnen? Weiter weiß ich nicht. Ach ja, und dann ging es, glaube ich, noch darum, dass jemand Angst gekriegt hat. Und er sei abgehauen und, Oh ja, jetzt weiß ich es wieder, dass er im Londoner Palladium was abholen will. Im Londoner Palladium? Das könnte vielleicht unser Freund sein, dem ein Stück vom Finger fehlt. Was könnte der da wollen? Ich komme mir so dumm vor, weil ich Ihnen nicht geglaubt habe. Nehmen Sie es nicht tragisch. Dann erzählen Sie bitte weiter. Wir dürfen keine Minute verlieren. In welchem Zimmer sind die beiden? Sie sind nicht geblieben. Sie sind weg, nachdem Sie telefoniert hatten. Sie sind was? Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Sie haben Sie weggehen lassen, obwohl Sie wussten, Sie dämliche Pute mit einem Spatzengehirn. Ich hätte Ihnen einen so einem Ton mit mir 4 oder 5 kostbare Stunden vertrödelt. Warum haben Sie mich nicht gleich geweckt? Sogar Sie hätten wissen müssen, wie wichtig es war, was Sie gehört haben. Jetzt, wo die beiden von selbst abhauen, können Sie das Ganze doch fallen lassen. Mein liebes Kind, für die Polizei bin ich immer noch der gesuchte Mörder. Begreifen Sie nicht, dass ich die Spione fangen muss, um meine Unschuld zu beweisen? Das können Sie immer noch. Sie wissen ja, dass der Mann ins Palladium wollte. Ja, und 5 Stunden zu spät, weil Sie auf Ihren Schönheitsschlaf nicht verzichten wollten. Jedenfalls wird Ihnen das Programm gefallen, das dort läuft. Wie heißt es, hä? Verrückter Monat. Sie haben recht, Madam. Im Luftfahrtministerium arbeitet man an einer Sache, die für manche Leute interessant wäre. Aber Sie sind absolut sicher, dass keine Papiere fehlen, die für einen Spion von irgendwelchem Nutzen wären. Aber ich beschwöre Sie, ich weiß genau, dass heute ein Mann das Land mit dem Material verlassen will. Seit heute Morgen, als Sie angerufen haben, haben wir eine gründliche Untersuchung eingeleitet. Ich verschwende hier offensichtlich meine Zeit. Einen Moment bitte. Sie haben uns eins immer noch nicht gesagt. Wo ist Richard Hannay? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Hören Sie, Miss, wollen Sie uns weismachen, dass... Sie stehen sicher im Telefonbuch, hm? Ja. Wir rufen Sie an, falls wir Sie noch mal brauchen sollten. Das wäre im Moment alles. Haben Sie vielen Dank. Edger und Seagrave sollen sich 1-2 Tage an Ihre Fersen heften. Sie wird uns schon zu Hannay führen. Sie bewachen alle Ausgänge. Kein Mensch darf das Gebäude verlassen. Sie beide gehen in den Orchesterraum. Verehrte Herrschaften, meine Damen und Herren, wir singen jetzt! Weitergehen, nicht stehen bleiben. Gehen Sie weiter, Sir. Tut mir leid, Sir. Niemand darf das Theater verlassen. Wenn wir doch noch einen trinken gehen dürfen. Darf ich Ihre Karte sehen? Ich sitze in einer Loge, aber ich suche jemanden. Darf ich bitte rein? Gut, Miss, gehen Sie.
Sie hat ihn eben entdeckt. Wahrscheinlich geht sie wieder auf ihren Platz. Ich kann Ihnen gar nichts sagen, meine Herrschaft. Und ich weiß auch nichts. Gehen Sie bitte weiter. Versperren Sie nicht den Ausgang. Pardon, dürfte ich bitte mal Ihr Glas haben? Tim? Was wollen Sie hier? Ich habe ihn eben entdeckt, drüben in der Loge. Ah ja, aber Scotland Yard kann leider nichts unternehmen. Aus dem Luftfahrtministerium ist überhaupt kein Material verschwunden. Sie haben doch gehört, dass es hier übernommen werden soll und da er da ist. Schnappen wir ihn gleich, Sir, oder warten wir bis zur Pause? Warten Sie noch. Es ist nichts gestohlen worden. Damit hat die Sache ein Ende. Sie die Musik? Das ist die Melodie, die ich da unter dem Kopf hatte. Jetzt weiß ich auch, wo ich sie zum ersten Mal gehört habe. In der Music Hall. Annabella Smith. Meine Damen und Herren, darf ich Sie um etwas bitten? Und zwar um Ihr Wohlwollen und Ihre geschätzte Aufmerksamkeit, wenn ich Ihnen jetzt einen der bemerkenswertesten Männer der Welt vorstelle. Derselbe kleine Mann wie neulich. Tag für Tag vertraut dieser Mann seinem Gehirn 50 neue Fakten an. Und behält jede einzelne Tatsachen aus Zeitungen, aus Geschichte und Geografie und wissenschaftlichen Büchern. Millionen und aber Millionen. Testen Sie ihn, meine Damen und Herren. Fragen Sie ihn, was immer Sie wollen. Ich hab's. Freilich fehlen keine Papiere. Alle Informationen sind in seinem Kopf. Beantworten. Und wie sind Sie da reingekommen? Nichts einfacher als das. Die Unterlagen wurden aus dem Ministerium gestohlen und der Mann hat alles Wichtige auswendig gelernt. Dann hat man sie zurückgebracht, bevor einer was gemerkt hat. Deswegen ist er heute hier. Er will mit dem Kleinen da oben auf und davon. Sie glauben wirklich, der hätte dann ein paar Herren, die Sie sprechen möchten, Sir? Ihre Fragen, meine Herrschaften. Bitte fragen Sie. Wann hat Oxford das Rennen gewonnen? Wann ist Florence Nightingale gestorben? Wann ist das Empire? Sind Sie Richard Henny? Hören Sie, ich muss Ihnen das nicht sagen. Kommen Sie unauffällig. Ja, ich komme mit, aber der Mann kommen auf Sie, der wir Bühne. Wir wollen den Leuten hier den Spaß nicht verderben. Machen Sie keinen Ärger, Junge. Was sind die 39 Stufen? Los, antworten Sie! Was sind die 39 Stufen? 39 Stufen, so nennt sich eine Spionageorganisation, die für eine gewisse ausländische Macht Informationen sammelt. Zwischenfall. Sind Sie wirklich verletzt? Ich weiß nicht. Ich glaube, setzen so schlimm ist es nicht. Nein, ich brauche keinen Stuhl. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben nur so getan. Ja, bitte setzen Sie sich doch. Wir wollen doch nicht übertreiben. So. Die Mädchen raus, schnell. Okay. Schnell die Mädchen auf die Bühne. Mr. Memory, wie heißt die geheime Formel, die Sie auswendig gelernt haben? Darf ich es vor so vielen Leuten sagen, Sir? Es war verflixt schwer zu lernen. Noch nie ist mir was so schwer gefallen. Die Mühe soll doch wohl nicht umsonst gewesen sein. Schon gut, lassen Sie nur. Das Besondere und Neue an dem Triebwerk ist das wesentlich erhöhte Verdichtungsverhältnis mit der Formel R1 minus 1 durch R hoch Gamma. Wobei R das Kompressionsverhältnis bezeichnet und Gamma die neu gefundene Achsenstellung der beiden Zylinderreihen in einem Winkel von 65 Grad. Abmessungen der Zylinder wie folgt. Dadurch läuft das neue Triebwerk völlig leise. Habe ich recht, Sir? Stimmt, genau, alter Junge. Danke, Sir. Dankeschön. Ich bin froh, dass ich's losgeworden bin. Endlich.